Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update, das allererste News Update im neuen Jahr und damit erstmal herzlich willkommen und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr 2021. Ich hoffe, es kann nur besser werden. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Heute gibt es den In-Game Fight Night Event Trailer, der geht eine Minute 40, dann gab es zusätzlich noch einen Devstream, der ging 18 Minuten. Dort zeige ich euch eine Menge In-Game Gameplay aus dem Event. Ich zeige euch, wie das Event funktioniert. Es gibt Patch Notes, es gibt einen Rampart und einen Core Stick Buff, ein neues Erbstück, Hemlock Mastiff Nerf, einen Prowler Buff und so weiter. Ich sage euch, wie das Event funktioniert. Vor allen Dingen, wie das mit dem ominösen Boxring funktioniert, wenn man sich da gegenseitig eine in die Fresse hauen kann. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich zeige euch noch ein paar kleinere Details, die man vielleicht verpassen könnte aus dem Trailer natürlich. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Wie immer in den Kommentaren rauslassen, was ihr wie gesagt davon haltet. Jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, viel Spaß jetzt bei dem Trailer. Und danach gibt es eine Menge Details von mir über diesen ganzen Spaß. Viel Spaß. Not everyone makes it 12 rounds. You miss, there's no second shot. My accuracy is getting better every day. Piss off, Scaplander! Watch out! Here I come, brother! This will be fun. Ready and excited. Looks like a care package is coming in. Big things in that. A dead man overthinks. A ready man survives. Pathfinder. We made you for a great purpose. Die einzige interessante Sache aus dem Trailer, die ich euch direkt zeigen will, ist diese kurze Szene. Hier könnte man denken, dass das so eine Art PvE-Geschichte ist, dass wir gegen diese Maschinen, Spectre nennen die sich, dass man gegen die kämpfen kann. Dem ist nicht so. Das ist lediglich, wie wir es auch bei anderen Sonderskins, ich glaube, es war bei dem Voidwalker Event-Skin auch so, dass wir eine gesonderte Animation dieses Skins mit dem Charakter hatten, wenn wir diesen Charakter mit diesem Skin in Verbindung gewählt haben. Und genauso ist diese Geschichte hier eben auch nur eine Sonderanimation. Und wir können davon ausgehen, wenn wir Pathfinder mit diesem Skin wählen, dass genau diese Animation aller Voraussicht nach erscheinen wird. Als nächstes kommen wir zu den Buffs und den Nerfs. Achso, übrigens natürlich das Gibraltar-Erbstück. Ihr werdet es schon gesehen haben. Ihr werdet es im Hintergrund auch öfter sehen. Ich blende es euch noch ein. Sollte nicht verpassbar sein. Es gibt wieder 24 Cosmetics. Und wenn wir das Erbstück haben wollen, müssen wir diese alle besitzen, um in Anführungszeichen kostenlos das Erbstück zu bekommen. Jetzt fangen wir erstmal mit den Buffs und Nerfs an. Rampart und Caustic bekommen einen Buff, der wie folgt aussieht. Die Abklingzeit bei Rampart wurde verringert für ihre verstärkte Deckung von 30 auf 20 Sekunden und die Nox-Fallen-Abklingzeit wurde von 25 auf 20 Sekunden reduziert. Nun kommen wir zu den Waffen. Die Hemlock bekommt Nerf, Schaden von 22 auf 20 Schaden pro Kugel. Hier hätte ich eigentlich auch mit einem Rückstoß-Nerf gerechnet, der kommt aber wahrscheinlich noch in Season 8, gehe ich davon aus. Und auf die Distanz wurde die Mastiff ein wenig abgeschwächt. Die Streuung der dritten und vierten Kugel wurde auf die Reichweite erhöht, sodass wir auf Distanz es schwerer haben, alle Kugeln zu treffen. Und die Prowler bekommt noch einen kleinen Buff. Reservekugeln von 175 auf 210 erhöht. Jetzt gibt es noch ein paar Quality of Life Sachen, die ich sehr interessant finde. Und zwar können wir jetzt außerhalb unseres Inventars
den ultimativen Beschleuniger einsetzen. Welche Taste das für die einzelnen Plattformen ist, weiß ich aktuell noch nicht. Werden wir dann am Dienstag sehen. Auf jeden Fall müssen wir nicht mal lästig ins Inventar gehen und können dann den Beschleuniger verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in dem Auswahlrädchen der Heil-Items ist und wir dort einfach dieses Teil auswählen können. Sehr, sehr geil. Und das Letzte, was ich extrem interessant finde, was jetzt dazu kommt, pingt man als Zuschauer, quasi du bist tot, deine Mates haben deinen Banner aufgehoben. Wenn sie dann, also kannst du ja den nächstgelegenen Respawn-Beacon kannst du, oder Sender kannst du ja anpingen, sodass deine Mates wissen, wo sie dich respawnen können. Es gibt aber die Tatsache, dass wir auch Respawn-Sender in der Nähe haben, die nicht im sicheren Ring sind. Die werden nie gepingt. Und genau das wird jetzt geändert. Es wird nicht mehr der Sender im sicheren Ring, sondern der nächstgelegene Sender gepingt. Und es kann auch sein, dass der außerhalb des Ringes ist. Das Einzige, was nicht passiert ist, solltet ihr schon außerhalb der Zone sein, also dass ihr quasi schon Schaden von der Zone bekommt und direkt in diesem Bereich ist ein Sender, der wird natürlich nicht gepingt, sondern wirklich nur ein Sender, der sich in der Sicherheitszone, aber nicht im Ring befindet. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade ein bisschen Wortfasching. Und ansonsten gibt es noch eine kleine Änderung, was die Core-Stick-Erbstück-Animation betrifft. Wenn wir eine Tür eintreten, hat er nie den Hammer benutzt, sondern wirklich hat sie eingetreten. Und jetzt soll es dann so sein, dass er bei der Animation beim Türeinschlagen den Hammer benutzt. Dann gibt es noch ein paar Bugfixes. Spare ich mir, ist meistens relativ uninteressant und nicht der Rede wert. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Event und das ist sehr, sehr interessant. Als allererstes gilt es zu sagen, dass wir das Event als solches nicht abwählen können. Es ist egal, außer im Ranked ist es egal, was wir spielen, ob wir Duos spielen, ob wir Trios spielen. Dieses Event ist aktiv, nur nicht im Ranked. Was bedeutet das? Auf Olympus und auf World's Edge wird es so sein. Ich lese es einfach mal so vor. Mit diesem Update testen wir einen neuen Ansatz für befristete Modi. Wir starten den befristeten Abwurf-Eskalationsmodus nicht als eigenständige Playliste, sondern als Übernahme des normalen Apex-Spiel-Modus. Quasi, als würden wir ganz normal zocken außerhalb des Ranked-Modus. Klassisches Battle Royale also, aber mit deutlich mehr Versorgungsabwürfen. Unmittelbar nach dem Absprung findet ihr 4 über die Karte verstreute Versorgungsabwürfe. Während jeder Runde gibt es weitere Abwürfe, die mit demselben Tempo wie ein Lifeline Care Package landen, was sehr interessant ist. Jeder Versorgungsabwurf enthält, abhängig von der Runde, eine voll ausgestattete Waffe verschiedener Stufen. Während in der ersten Runde beispielsweise Waffen der Stufe 2 abgeworfen werden, sind in den Abwürfen von Runde 4 rote Rüstungen und Kistenwaffen enthalten. Wie alle voll ausgestatteten Waffen können wir diese nicht zerlegen. Also im Klartext, ihr kennt das, wir finden eine goldene Waffe, dort können wir die Aufsätze auch nicht entfernen. Wenn wir zum Beispiel ganz am Anfang so einen Job finden, da ist zum Beispiel eine Flatline drin, dann wird die schon ein blaues Mech haben, ein blaues Visier und einen blauen Schaft. Die können wir nicht abwerfen. Passt uns quasi das Visier nicht, müssen wir eine andere Waffe suchen. Was natürlich bleibt, ist der ganz normale Floor-Loot. Wir sind nicht auf die Waffen in den Care-Packages angewiesen, also wir können auch ganz normal Bodenwaffen finden, die dann dementsprechend aber nicht vorgepimpt sind. Jetzt kommen wir zum Boxring. Und zwar, wie genau funktioniert das? Es ist natürlich ein Town-Takeover, ein kleiner Bereich auf Olympus. Und sobald wir dieses Stadion betreten, also ob das direkt im Stadion ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß zumindest, der Boxring oder das Stadion hat nicht einen direkten Einfluss auf das gesamte Event. Das heißt, betretet ihr den Ring, können, glaube ich, nur, das weiß ich nicht sicher, nur 2 Leute den Ring betreten. In dem Ring können wir keine Waffen benutzen. Wir können uns wirklich nur gegenseitig die Fresse einhauen. Und was auch ganz wichtig ist, von außen kann keiner in diesen Ring reinschießen oder irgendwelche Granaten reinballern. Es gibt diese runden Kugeln. Ihr werdet sicherlich im Hintergrund die ein oder andere Animation sehen, beziehungsweise im Vordergrund die ein oder andere Animation sein. Diese Kugeln, die so lila oder blau oder gold leuchten. Diesen Loot, den wir da drinnen finden, können wir zwar einsammeln, aber erst
benutzen, sobald wir außerhalb des Rings sind. Wie genau das nachher funktioniert, weil in der Theorie, so wie ich das rausgehört habe, kann es sein, dass wirklich alle 60 in dieser Runde gleich in dieses Stadion reinheizen. Ob die sich innerhalb des Stadions alle niederschießen können, kann ich nicht beantworten. Ich weiß lediglich die Regeln für den Boxring. Eine weitere Neuerung auf dem Olympus, das bleibt aber wahrscheinlich Event intern und das geht nur auf Olympus. Wir können an verschiedenen Spots einen Marvin finden. Habt ihr sicherlich in der Animation auch schon gesehen und er hat 4 verschiedene Loot-Stufen, je nachdem welches Gesicht auf seiner Brust zu erkennen ist. Es ist ein weißes, ein blaues, ein violettes oder ein gelbes Gesicht. Je nachdem welche Farbe das Gesicht hat, wissen wir, dass es diese Loot-Stufe auch hat. Logischerweise brauche ich nicht erklären. Wir haben theoretisch und auch praktisch die Möglichkeit, diesen Marvin zu töten. Und es gibt eine gewisse Drop-Rate, eine Chance, dass der einen goldenen Arm fallen lässt. Sollte dies der Fall sein, können wir diesen aufheben, einen zweiten Marvin irgendwo auf der Map aufsuchen und wir können diesen goldenen Arm den zweiten Marvin dann geben und dieser droppt dann goldenen Loot, einen goldenen Helm, Turbolader und so weiter. Sehr, sehr geil. Was haltet ihr von den Buffs, von den Nerfs, von den Neuerungen? Was haltet ihr von dem Event? Ich bin auf eure Kommentare in der Kommentarsektion wie immer gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wie immer dem Video einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.